aufwachen, dein Leben wartet. Mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten. Ja, und heute habe ich meine Leitung nach Köln geschalten, und zwar zu dem Visionär Viktor Rollhausen. Hallo, Viktor. Grüße dich, Ines. Hallo. Hallo. Ja, du bist eigentlich so kurz vor Toresschluss, oder eigentlich waren die Tore für die Aufnahmen schon geschlossen, noch schnell von hinten reingeschlittert. Und ich freue mich jetzt richtig auf das Gespräch mit dir. Vielleicht stellst du dich erstmal der Community vor, für all die Menschen, die dich noch nicht kennen. Ja, sehr gerne. Also, ich bin auf der einen Seite, habe ich seit jetzt 22 Jahren eben eine Firma für mit Gesundheitsreisen, Heilungsreisen, alle Welt, auch Seminaren hier und Events. Und noch vorher im Jahr 1995, im Dezember, habe ich also eine Vision sozusagen wahrgenommen, eine sehr kraftvolle Vision über, wo jetzt vor einem Jahr die Bücher zu erschienen sind, drei Bücher zum Drei-Ebenen-Netzwerk. Earth-Welches Drei-Ebenen-Netzwerk, ein dreigegliedertes Netzwerk eben. Da werden wir sicher auch noch drüber sprechen. Und das ist jetzt eben sozusagen die Publizität im Gange, entfaltet sich eben mehr und mehr, weil dieses Netzwerk in dem Moment, wo es entsteht in den nächsten Jahren, den Menschen viele, viele tolle Möglichkeiten gibt, eben auch des Erwachens und Aufwachens. Deswegen, wie jetzt, wo es ja in diesem Kongress drum geht, aber eben auch Möglichkeiten, eben beruflich eben wirklich seine Vision zu finden für dieses Leben, eben das, was wirklich ja den Menschen gut tut, was auch die Aufgabe der Seele für dieses Leben ist, was man halt als Seelenwunsch mitgebracht hat. Das nicht nur zu entdecken, sondern auch zu verwirklichen auf den drei Ebenen. Weil die drei Ebenen sind eben einerseits eine Ebene Ganzheit, ja Firmen, Unternehmen, Freiberufler. Und dann die dritte Ebene eben ist eine Ebene von Gemeinschaften, wo eben Menschen zusammenleben, arbeiten, sich selbst verwirklichen, eben ihre Vision sozusagen auf die Erde bringen und das zusammen mit anderen tollen Menschen. Und dann gibt es noch eine mittlere Ebene von Stiftungen, die eben die beiden anderen Ebenen miteinander verbindet. Das jetzt mal ganz kurz gesagt, was letztendlich nachher hier in drei Büchern auf 970 Seiten steht. Aber es ist was vollkommen Neues, was in die Welt kommt. Und deswegen kann ich zu Recht sagen, das ist meine Lebensaufgabe. Ich bin also unglaublich glücklich, dass ich die gefunden habe und mit langem Suchen, intensivem Suchen eben. Und das bringt mir irgendwo auch den Herzenswunsch, wirklich anderen Menschen auch dazu zu verhelfen, weil ich sehe halt, dass es einen riesigen Unterschied fürs eigene Leben macht, ob man eben irgendeiner Tätigkeit einfach nur nachgeht, eben, die einem nicht wirklich total erfüllt und befriedigt, oder ob man eben den Versuch unternimmt, wirklich die Aufgabe zu finden, auf die Erde zu bringen, wo man eben weiß, ja gut, das ist das, wo ich einen Unterschied machen kann, wenn es noch so kleiner Unterschied ist, aber dass ich halt das Gefühl habe, okay, wenn ich irgendwann hier die Erde verlasse, wenn dieses Leben eben zu Ende geht, diese Verkörperung, dass eben die Welt ein Stückchen schöner ist, als sie vorher war. Okay, das ist im Moment mit Krieg und allem, was wieder läuft, ist das natürlich jetzt, naja, eine Sache für sich. Wissen das alle, es bedarf großer Kraft und Anstrengung. Aber für mich ist klar, dass wir Menschen weit größere Potenziale haben, als wir bisher auf die Erde gebracht haben, als wir bisher verwirklicht haben. Und da sollte doch unser Bemühen hingehen in die Richtung, statt uns gegenseitig zu zerstören und zerfleischen eben. Und ich meine, in vielen Dingen eben, wo alles gegeneinander läuft, überzogener Wettbewerb eben, knallhart in vielem. Also, dass wir eine Weise zu leben finden, die allen gerecht wird, die wirklich also die Wesen ihre höchsten Potenziale bringt. Und die höchsten Potenziale sind natürlich das Erwachen in das eigene Sein, in das, was eben ich als Mensch, jeder Mensch eben hier mitbringt auf die Erde in diesem Leben. Das bedeutet für mich eben Erwachen, seine Potenziale voll ausschöpfen. Und wenn wir das alle tun oder zumindest viele von uns tun, dann wirkt sich das natürlich auch auf unsere Welt aus. Dann kann die viel schöner,
kraftvoller werden als bisher, gerechter auch. In vielem eben können wir eben, wenn wir unsere Potenziale ausschöpfen, eben diese Erde, diese Welt wirklich in ein Paradies verwandeln, ohne irgendeine Übertreibung. Das liegt in unseren Kräften, in unseren Potenzialen. Wir müssen einfach nur mutig rangehen. Ja, aber zum Glück gibt es ja immer mehr mutige Menschen. Also ich sag mal, du hast ja auch schon die Vision. Also du hast ja mit deiner Vision schon Silberhochzeit gefeiert sozusagen. Ja, so ja. So. Nur, dass sie jetzt erst in die Welt kommt. Also die ja. Jahre, wenn ich das so sagen kann, die waren halt eine Vertiefung und auch eine Arbeit mit mir eben. Ich musste auch dazu reif werden oder fähig werden. Es sind auch viele Herausforderungen und Prüfungen in mein Leben gekommen. Das ist nicht alles glatt gelaufen oder easy gelaufen, um es mal so zu sagen. Und aber die nehme ich an aus ganzem Herzen, weil ich weiß, dass das Teil des Prozesses ist. Das Leben ist halt aufregend und es ist keine sozusagen gerade oder glatte Straße, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, okay, der Weg, der zeigt sich in dem Moment, wo man geht. Und dann sieht man den nächsten Schritt, dann wird klar, ja gut, was wäre jetzt das Richtige? Und insofern, es ist auch unglaublich aufregend und schön. Jedenfalls, ich konnte mir jetzt mal 30, 40 Jahre zurückgerechnet, nicht vorstellen, eben Leben zu führen, wo ich in 30 oder 40 Jahren schon wüsste eben, was ich dann noch tue, vielleicht vor der Pensionierung oder irgendwas, das hätte meinem Naturell nicht entsprochen. Ich habe einfach ja, das Neue gesucht, Herausforderungen gesucht, weil es gibt doch so unendlich viel im Leben zu entdecken. Und ja, das ist mein Weg gewesen. Aber jeder Mensch ist anders, jeder Mensch geht seinen Weg, um das rauszufinden, was wirklich der individuell stimmige, erfüllende Weg ist. Das ist die Herausforderung für jeden Menschen, wo ich nur jedem sagen kann, ja, das ist so wunderschön, wenn man dann seine Bestimmung, das findet, was man eben zu geben hat. Das ist eine so riesige Belohnung. Ja, da kann es für mich nichts Schöneres geben. Ja, ich sag mal, zu der Community, wo wir jetzt sprechen, die sind ja schon sehr bewusst. Aber was mich so immer wieder beeindruckt, dass Menschen so direkt in meinem Umfeld, die einfach eigentlich total unbewusst sind, trotzdem auf einmal ja, ins Tun kommen, weil sie sagen, der Shop ist es nicht mehr oder sie wollen sich verändern, wissen aber nie wie. Also das finde ich so immer so total spannend, obwohl die eigentlich sich so mit den Themen, wo wir uns jetzt hier beschäftigen, beschäftigen oder das weit von sich weisen oder auch gerne sehen wollen, dass es noch mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Und trotzdem kommen die jetzt und sagen, also ich muss irgendwas ändern. Es fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an. Da denke ich immer mal, solche Worte aus deinem Mund. Ja, das ist schon, und da merkt man auch, dass die Zeitqualität, dass diese Energien das einfach bei jedem was bewirken, ob er das bewusst oder unbewusst wahrnimmt. Ja, weil wir sind doch nicht hier auf der Erde, in diesem Körper, in diesem Leben, um zu leiden, um frustriert zu sein, um uns einfach nur irgendwo dahin zu schleppen, wie es halt sehr oft die Realität ist. Ne? Und sondern wirklich, um uns zu verwirklichen hier, um Freude zu empfinden auch. Freude in unserem Leben und zusammen mit anderen Menschen, nicht gegen andere Menschen, sondern wo es geht, zusammen mit anderen Menschen, ja, was Wunderbares hervorzubringen, unsere Welt zu verschönern. Ja. Ja, du hast ja jetzt mehrere Bücher geschrieben, aber begleitest du Menschen auch so, dass du sagst, du hilfst ihnen, den Weg zu finden? Oder? Ja, da fange ich jetzt wieder mit an. Das habe ich schon in der früheren Phase meines Lebens ganzheitlich spirituelle Firmen eben mit initiiert und mit begleitet die Menschen, Freiberufler. Und dann eben in diesen 25 Jahren des Schreibens, das kannst du dir nicht so vorstellen, als wenn ich die ganze Zeit geschrieben hätte. Das ist in das wäre ein bisschen, also dann müsste man sagen, selbst wenn es 79 Seiten sind, dafür 25 Jahre zu brauchen, das wäre dann doch ein bisschen viel. Nein, es sind natürlich innere Prozesse, die da auch ablaufen. Ja, also sozusagen eben, ja, wie ich eben meinte, ne, den Weg eben zu gehen und gleichzeitig immer neue Dinge und Aspekte zu entdecken. Ich sage mal ein Beispiel dafür. Zum Beispiel, bis diese Bücher in mein Leben kamen und sogar noch ein paar Tage danach, da war für mich nicht
absolut aus eigener Erfahrung klar, dass wir Wesen aus Körper, Geist und Seele sind, dass die Geistewelt existiert, dass Gott existiert. Ich habe das zwar nie bestritten, aber ich habe es auch nicht aus eigener Erfahrung wirklich gewusst. Ja, da gab es Zweifel so. Und mein Leben, oder ich bin nicht so gestrickt gewesen in meinem Leben, dass ich Dinge einfach hätte glauben wollen, die nicht meiner eigenen Erfahrung entsprechen. Jedenfalls nicht dann, wenn es ums Leben selbst geht, um spirituelle Erfahrungen und so. Da wollte ich selbst Erfahrungen machen, so. Und dann kam, wie gesagt, Ende 95 kam diese Vision in mein Leben. Und ein paar Jahre später wurde ich geführt, diese Earth Oasis Firma anzufangen. Ich war mitten am Schreiben in den Büchern drin, wurde dann geführt, diese Firma anzufangen. Wusste überhaupt erst nicht, warum und weshalb, wozu. Und dann nach 2-3 Jahren merkte ich das, weil in den Firmen geht es halt um Heilung, Bewusstsein, Gesundheit. Und da haben wir halt Reisen angefangen zu einigen der besten Heilern der Welt, in Brasilien, Peru, in anderen Ländern auch. Und darunter war auch der damals beste geistige Heiler der Welt, sehr bekannt, hat 8-9 Millionen Menschen behandelt. So. Und zudem haben wir sehr viele Reisen durchgeführt mit zigtausenden Menschen. Und da ist für mich die Erfahrung gekommen, jenseits jeden Zweifels, dass eben diese Behandlungen und Heilungen, die da stattfinden, weil Geisterheiler sind ja Medien, ja, oft Transmedien eben, so. Und da ist für mich diese absolut klare Erfahrung gekommen, hey, das kann kein Mensch, 8-9 Millionen Menschen in seinem Leben behandeln eben, viele heilen, auf den Weg bringen eben. Das kann kein Mensch. Und da habe ich wirklich eben die klare Erfahrung gemacht, weil ich ja sehr oft da war. Ich war 80, 90 Mal damals in Brasilien, dort, wo eben er geheilt hat. Und habe ich klar wahrnehmen können, das sind geistige, ich sage jetzt nicht nur geistige Kräfte, sondern wirklich ganz real geistige Wesenheiten. Also Wesen, die hier als Mensch auf der Erde gelebt haben, oft als Ärzte, als Heiler oder in anderen Berufen eben. Und dann ganz konkret aus der geistigen Welt, ja, die ich jetzt nicht mehr in Anführungsstrichen setze. Früher hätte ich es in Anführungsstrichen gesetzt. Jetzt ist es meine eigene Erfahrung, dass diese geistigen Wesen eben durch das Medium, da gibt es viele Medien, Brasilien allein, 10.000 ungefähr, durch das jeweilige Medium eben behandeln und heilen. Das ist für uns schwer vorstellbar. Man muss es selbst erlebt haben in gewisser Weise, um das eben nicht nur zu glauben. Glauben ist billig, ist einfach, irgendwas zu glauben, was einem Leute erzählen, aber dann hat man meistens Zweifel. Ja? Oh, ist das richtig, was ich da glaube? Oder ist das nur eine Illusion so? Und in dem Moment, wo ich das selbst erlebt habe, da war kein Zweifel mehr möglich. Da war für mich völlig klar, ja, diese Behandlungen, diese Heilungen geschehen eben durch das Medium als Kanal. Genauso gibt es ja auch Medien, die zum Beispiel Channel-Medien, die auch als Kanal fungieren. In dem Fall dann für bestimmtes Wissen oder für, ne, bestimmte Wesen eben, die irgendein Wissen in die Welt bringen wollen. Und eben solche Heilmedien, wo dann eben durch das Medium eben diese Heilungen passieren. So. Und das war für mich so klar und wunderbar, ja. Dadurch bei dir auch irgendwie Kanäle geöffnet, wenn du da immer wieder warst? Oder wie bist du überhaupt das erste Mal dorthin gekommen? Das erste Mal dahin gekommen bin ich durch meine Frau. Ich muss sagen, meine Frau ist Brasilianerin und hat dort ein Zentrum ganz in der Nähe des damaligen Heilers. So, und da, sie begleitet unsere Gruppen seit ewig. Wunderbar, in wunderbarer Weise. So. Und so, sie hatte den Jean de Deus entdeckt, ja, so hieß der Heiler damals, der jetzt nicht mehr aktiv ist, das ist eine andere Geschichte. So, die hatte den entdeckt und gesagt, wow, hier finden unglaublich viele Heilungen statt. Und dann haben wir angefangen mit dieser Firma, wo ich ja hingeführt wurde, um die Jahrtausendwende, die zu gründen, Earth Oasis, ne, haben wir die Reisen dorthin ins Programm genommen, haben, wie gesagt, unglaublich viele Menschen hingebracht, es hat sehr viele Heilungen auch gegeben.
so haben wir das entdeckt. Ne? Und aber hast du denn irgendwelche Kanäle geöffnet, dass du jetzt auch in irgendeiner Weise als Medium dienen kannst? Sagen wir mal so, also nicht jetzt in die Heilungsrichtung oder anderes, aber ich muss schon sagen, eben die Art, wie die Vision zu mir gekommen ist, ja, ich habe die ganz klare Wahrnehmung gehabt, okay, das ist Wissen aus der geistigen Welt. Also das, worum es geht hier im Netzwerk, in diesen drei Büchern, ja, das ist nichts, was ich mir mit meinem Verstand allein ausgedacht hätte, ja, weil ich habe gelernt, im Leben Unterschied zu machen zwischen dem, was der eigene Verstand kann, erreichen kann oder denken kann, und dem Wissen, was darüber hinausgeht, was in der geistigen Welt vorhanden ist. Man kann es auch Akasha-Chronik nennen. Also da gibt es verschiedene Beschreibungen für, oder die Quantenphysik hätte auch eine Beschreibung dafür, das Meer aller Möglichkeiten, ja, da wo wirklich das Wissen herkommt, was also weit über unser Verstandesdenken hinausgeht. Weil unser Verstandesdenken bewegt sich in gewisser Weise ja immer im Kreise dessen, im Rahmen dessen, was irgendwo bekannt ist, was wir schon wissen. Ja? Und Neues, so auch jede gewaltige Erfindung oder Kunstwerke, berührende Kunstwerke, die kommen immer aus der geistigen Welt. Und dann kommt es halt darauf an, wie es wahrgenommen wird. Wie gesagt, es gibt dieses Channeling, wo ich eben kurz drüber sprach. Das ist praktisch, wenn jemand, sei es als Schreibmedium oder Hörmedium, wenn eben jemand sozusagen bestimmte Dinge, sage ich mal, diktiert werden aus der geistigen Welt. Ja. So ist es aber bei der Vision nicht gewesen. Also das Netzwerk, die Strukturen, also das, was wirklich das Neue ist, was durch dieses Netzwerk in die Welt kommen wird, das kommt aus der geistigen Welt. Und aus irgendeinem Grunde, den ich jetzt nicht kenne, habe ich das wahrgenommen. Vielleicht, weil ich viel vorher in diese Richtung auch gedacht habe, getan habe, so. Und von daher eben... Und weil du eine starke Frau an deiner Seite hast, die haben gewusst... Ja, absolut auch, absolut auch. Die hat mich also vom ersten Moment an unterstützt, ja, hat mir immer den Rücken freigehalten in den Phasen, wo ich geschrieben habe. Ich habe praktisch alles in Brasilien geschrieben, auf ihrer Ranch. Ja? Und weil ich da dann wirklich frei war von allem anderen, voll mich drauf konzentrieren konnte und die wunderbare Natur, die spielt auch eine große Rolle, eben wirklich voll in der Natur zu sein, das einzuatmen, in sich reinzuziehen. Und sie hat mir den Rücken freigehalten und immer daran geglaubt und immer gewusst, dass das eine wunderbare Vision ist. Also von daher, es ist kein Channeling. Also ganz klar kann ich sagen, es ist kein Channeling, diese drei Bücher. Ja, aber es ist aus dem Geistigen, aus der geistigen Welt, hat aber meine Mitarbeit verlangt. Hat also verlangt sozusagen, dass ich das auch erklären kann und in die Welt bringen kann. Weil beim Channeling ist es so, das Wissen, was da gegeben wird, da muss derjenige, der das jetzt, sag ich mal, schreibt oder zu Papier bringt, der muss nicht unbedingt das verstehen. Ja? So, aber hier geht es halt darum, dass ich die Bücher geschrieben habe, dass ich darüber Vorträge mache und Interviews gebe. Jetzt und also, da, ja. Du hast mir die Bücher geschickt, ich bin aber aufgrund der Kürze der Zeit überhaupt nicht dazugekommen, reinzuschauen, muss ich dir gestehen. Und aber das geht jetzt praktisch um die neuen Wege, die mir gehen können in deinen Büchern, oder? Richtig, es geht darum, also ich meine, wir kennen ja unsere bisherige Welt und sind uns sicher, die meisten Menschen darüber einig und darin einig, dass das nicht wirklich befriedigend ist, dass hier mehr gegeneinander läuft als miteinander, wenn wir uns all die Gefahren ansehen, die es in der Welt gibt. Ich meine, jetzt gerade der konkrete Krieg ist ein gutes Beispiel, aber es hat 5000, das steht in Wikipedia, 5000 Kriege in der menschlichen Geschichte gegeben. Ja, wenn wir uns das nochmal vorstellen, es gibt unglaublich viele Aspekte eben, wie Gier, wie Neid, wie Missgunst, Hass und so weiter und so fort, die natürlich einerseits für solche Kriege verantwortlich sind, aber eben auch dieses Gegeneinander der Menschen statt dem Miteinander, überzogener Wettbewerb eben sozusagen auf Kosten anderer sich bereichern wollen. Ich will gar nicht die Aspekte alle aufführen, da ist so viel, ja. Und das kann doch nicht wirklich sein, dass das alles ist, dass das unsere wirklichen Potenziale sind, dass die nicht darüber hinausgehen.
So. Und das war für mich eben immer eine ganz schwere, eine ganz große Herausforderung, eben zu sehen, ja gut, was kann es da geben? Schon in meiner Phase vorher, als ich beraten habe, ne, weil das waren auch ganzheitliche Firmen und Menschen, die eben was spirituell ganzheitlich in die Welt bringen wollten. Also ich will das ein bisschen erklären. Es geht darum, Spiritualität alleine nutzt nichts. Hier in dieser Vision auch geht es darum, Materie und Geist zusammenzubringen. Das heißt also, uns zu entfalten, nicht etwa jetzt in Armut. Es gibt ja manche spirituelle Richtungen, die sagen, ja gut, man muss allem entsagen oder so. Darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht darum, eben wunderbar auch auf der materiellen Ebene Dinge in die Welt zu bringen, zu erschaffen, aber nicht auf Kosten anderer, nicht indem ich andere ausbeute und ausnutze. Und insofern gibt es eben im Netzwerk, hier ist eines der drei Bücher, das dickste, insofern gibt es da eben eine Firmenebene, Firmen, Freiberufler und so weiter, die aber auf ganzheitliche Weise eben nicht andere ausbeuten, weder hier noch ihre Mitarbeiter noch in der dritten Welt, sondern eben mit viel Kreativität und Zusammenarbeit, Kooperation eben letztendlich zwischen den Einzelnen, ohne große Hierarchien, sondern mit ganz flachen Hierarchien eben Dinge in die Welt bringen, ja, sozusagen äußeren Reichtum. Und dann gibt es die Ebene der Villages, so heißen die, so sind die hier genannt. Ja, das heißt, das sind sozial, kulturell, ökologisch und spirituell, gesundheitlich und spirituell inspirierte Gemeinschaften, wo Menschen zusammenleben, sich entwickeln, wo es mehr um die innere Entfaltung geht. Also in der ersten Ebene, der Firmenebene, geht es mehr um die äußere Entfaltung, das, was wir materiell in die Welt bringen, aber eben in ganzheitlicher Weise, nicht in Ausbeuten, sondern in ganzheitlicher Weise. Und auf dieser dritten Ebene der Villages geht es um die innere Entwicklung. Weil wenn wir nicht unsere innere Entwicklung genauso ernst nehmen, das ist ja, was es in der Welt bisher gab, wo eben eigentlich immer es nur um äußeres Wachstum geht, äußeres Wachstum. Jedes Zehntel Prozent wird als Erfolg gefeiert. Ja, wir kennen das ja in den Medien und so, jedes Zehntel Prozent Wachstum mehr. Aber wo ist es hier ums innere Wachstum gegangen? Ja, die Arbeit mit sich selbst ist ja eigentlich immer die schwierigste Arbeit. Ne? Die ist die schwierigste und gleichzeitig aber auch ganz entscheidend. Weil wenn man da nicht bereit ist, seine eigenen, sag ich mal, blinden Flecken oder, ich meine, wir Menschen haben alle irgendwelche alten, meist schon von der Geburt her oder sogar vorher alten Verletzungen, Traumata, die wir mit uns rumschleppen. Und wenn wir die nicht zur Heilung bringen, ja, und darum geht es ganz stark auch im Netzwerk, ja, Heilung von allen solchen Verletzungen und Traumata. Wenn wir das nicht tun, dazu nicht bereit sind, dann schleppen wir die halt unser Leben lang mit uns rum und agieren sie auch aus. Ja. Und das wird dann eben, in dem Moment wird es ganz schlimm werden, auch für andere Menschen, für all die Betroffenen eben. Ne? Wenn eben gewisser Hitler damals, wenn der in seine Kreativität hätte reingehen können und Maler geworden wäre, wie er wollte, ja, dann wäre vielleicht alles anders verlaufen. Ja. Aber solange Menschen eben wirklich ihre eigenen Verletzungen, Traumata, inneren Dinge nicht bearbeiten und zur Heilung bringen, ja, solange wird immer wieder Wahnsinn in die Welt kommen. Ich meine, es ist doch so viel Wahnsinn in der Welt, wir können unsere Welt zigfach zerstören. Die Massenvernichtungsmittel sind da, ja, und ja, ich meine, ich kann das nur als krank bezeichnen. Das ist wirklich wo wir eben letztendlich darüber hinauswachsen müssen, wenn wir nicht nur überleben wollen, sondern wenn wir unsere Erde, eben unsere Welt zu einem wunderbaren Platz für alle Wesen, für alle Menschen, auch die anderen Wesen eben gestalten wollen, die eben in Frieden miteinander leben, aber auch in Wohlstand. Ja, das ist eben das Entscheidende hier bei dieser Vision, dass es eben um das Innere und das Äußere geht, beides zusammenzubringen, ne? Nicht eben irgendwo in Armut oder Armseligkeit zu leben, nein, wie jetzt leider viel zu viele Menschen auf der Welt, ja, die Hälfte ungefähr, die eben in unwürdigen Bedingungen lebt, ja, und aufgrund eben dieser inneren Unreife und
teilweise Brutalität, dem Egoismus, eben der Selbstbezogenheit, der Gier, die eben bei so vielen da ist. Und solange das ist des Tötens eben, ja, auf vielen Ebenen, solange das eben da ist und wir da nicht drüber hinauswachsen, das können wir nur durch Bewusstseinsentwicklung. Deswegen ist die DNA von dem Netzwerk, ist Bewusstseinsentwicklung, Heilung an Körper, Geist und Seele eben. Also auf diese Weise können wir unsere Welt wirklich in Paradies verwandeln, ohne irgendwelche Übertreibungen oder ohne da unrealistisch zu sein. Wir haben die Kraft, wir haben die Möglichkeiten, wir sind göttlich-geistige Wesen, die sich hier verkörpern, damit unsere Seele wachsen kann, sich entwickeln kann. Ja, und während wir dies tun und wenn wir dies wirklich ernsthaft und mit Leidenschaft tun, dann ist ein Nebeneffekt, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass wir unsere Welt wirklich wunderbar entwickeln. Dass wir eine Welt erschaffen, die eben allen Wesen dient und alle Wesen eben weiterbringt. Darum geht es letztendlich hier in der Earth Oasis Vision, dieses dreigegliederten Netzwerks eben, wo sich alle drei Ebenen ergänzen, befruchten eben, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Das ist ganz klar, die freiheitliche Entwicklung des Menschen steht im Mittelpunkt. Aber wenn diese freiheitliche Entwicklung und Heilung geschieht, dann hat dies auch wunderbare Auswirkungen auf unsere äußere Welt. Ja, naja, man merkt es ja auch jetzt die letzten 2 Jahre, die haben zwar viele als sehr schwer empfunden, aber die Bewusstheit ist gestiegen, auf jeden Fall. Und der Umgang mit materiellen Gütern ist ganz anders geworden, habe ich das Gefühl. Auch bei unbewussten Menschen. Es wurde darüber nachgedacht, ob das Firmenauto wirklich nach 4 Jahren getauscht werden muss. Ja. Vielleicht auch mehrere Jahre bleiben darf. Ja, also das sind so Sachen, wo ich dann immer schmunzeln muss. Aber man merkt so, dass die Bewusstheit hier und da eintritt. Der eine wird natürlich durch manche Sachen dazu gezwungen und merkt aber dann, dass man es nicht wirklich braucht. Denn was braucht man wirklich an den materiellen Sachen? Ja? Genau, hast du vollkommen recht. Nur das ist eben durch eine Krise letztendlich gekommen bei vielen. Und das ist zwar schade, aber wir können nur hoffen, dass sich die Krisen sozusagen, ne, nicht noch weiter verschlimmern. Das heißt, dass wir Menschen erst dann aufwachen, also viele jetzt von uns aufwachen, weil darum geht es ja in deinem Kongress, ja, dass dazu nicht erst alles noch viel schlimmer werden muss, als es jetzt ist. Ich meine, ja, dieser, ist so, man sieht das Leben ja dann immer erst rückwirkend, richtig? Ja. Und ja. Meistens ist durch Krisen in Wachstum geschehen. Und ich habe heute von den, jetzt weiß ich gar nicht, wie er, Leindecker den Newsletter gekriegt und er hat es auch so beschrieben. Und er hatte geschrieben, dass eine Frau zum Beispiel den Ersten Weltkrieg als ihre beste Zeit empfunden hat, weil dieser Zusammenhalt da war, weil diese Menschlichkeit untereinander da war, diese Hilfe. Ja, und das ist jetzt schon ein gravierendes Beispiel, fand ich, als wo ich das heute früh gelesen habe, habe ich gedacht, naja, aber irgendwie ist es so. Und wir hatten hier vor ziemlich genau 20 Jahren die Flut. Also richtig, war richtig was los. Straßen weg und bei uns war auch das Haus zum Drittel weg. Und das war dann wirklich, ganze Häuser waren ja auch weg. Also diese Hilfe untereinander. Und die kam aus ganz Deutschland damals. War sowas von berührend. Ja. Hat aber dann danach relativ schnell wieder verloren. Ja. Und ich bin ja ein DDR-Kind. Ja. Wir haben das ja auch anders noch gelebt. Ja? Aber wir sind genauso in dieses Materielle dann eingestiegen. Ja. 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 Und das ist halt, ich denke, vieles kommt jetzt auch wieder zurück und rückt wieder ins Bewusstsein, so was ich aus meiner Kindheit so wahrgenommen habe. Also, ja. Also spannend die Zeit und ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt hier sein können und dass wir uns Beitrag leisten dürfen. Hast du vollkommen recht, Ines. Der einzige, wenn du eben den Ersten Weltkrieg erwähnt hast, ja, stimmt, was du sagst, der einzige Unterschied ist eben, dass wir mittlerweile so viel Zerstörungswaffen zum Beispiel jetzt in die Welt gebracht haben. Ja, wie gesagt, wir können die Welt dutzendfach zerstören. Ne? Und deswegen muss einfach auch unsere Verantwortlichkeit in gleicher Proportion wachsen.
Ja, wenn wir nicht eben mal richtig aufdrehen und aufholen, die Verantwortlichkeit, ja. Also richtig, richtig, ne? Weil ich meine, die Gefahren sind ungleich größer, ja, als beim Ersten Weltkrieg. Okay, natürlich, da hat es viel Zerstörung, viele Tote gegeben, aber die Gefahren heute, wenn es wirklich zu einem Crash käme, ja, ich meine, wir kriegen es ja mit, im Moment gibt es ja sehr viele Menschen bei uns eben auch, Hälfte der Bevölkerung, die eben Angst haben, dass jetzt das, was gerade geschieht, eben da zwischen Ost und West in der Ukraine, ne, dass das eben sich ausweiten könnte. Ja, aber ich denke, das gehört auch irgendwie zu einem großen Plan von dieser besonderen Elite, weil ja, sie halten uns ja jetzt seit oder versuchen uns seit Jahren in Angst zu halten. Ja, erst war es das C-Thema, jetzt ist es der Krieg. Ja, und das ist halt die Frage. Sind wir jetzt so bewusst und schalten wir unser Hirn selber ein oder lassen wir uns in Angst halten? Ja? Wenn jemand auf den Knopf drückt und der andere auch drückt, dann ist sowieso für alle ist Geschichte. Also da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Ja. Auch eine Angst haben. Ja, ja, und es, vielleicht ist es wirklich so, dass die Gefahren so sich zuspitzen möchten, dass wir wirklich aufwachen, dass die Menschheit aufwacht. Ja, das wäre die gute Seite daran, ja, dass eben sozusagen, solange alles easy läuft, mehr oder weniger, solange man, ne, dass da eben die Bereitschaft noch nicht so groß ist, aber ich meine, im Moment sieht man doch oder müsste man eigentlich sehen und zum Erwachen, zumindest zum gewissen Erwachen kommen, ja, um zu sehen, ja Gott, wir müssen was mit unserem Menschsein tun. Wir müssen eben in unsere menschliche, ja, in Heilung reinkommen. Wir müssen unser Bewusstsein entwickeln, was bedeutet, uns nicht so leicht manipulieren zu lassen, sondern wirklich also die Augen zu öffnen und das Herz zu öffnen, einfach wirklich zu sehen, ja, wir sind hier gefährdet. Also das Herz öffnen, das ist so ganz, ganz wichtig, denn viele Menschen haben immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann wieder so wird, wie es war. Ja, und ich glaube, das wird nie wieder. Und es wird schöner, es wird besser. Aber dafür gehört die Herzöffnung ganz intensiv. Absolut. Absolut. Ja. Und wie gesagt, das spannt den Bogen wieder, weil wer würde sagen, ja, ich will nicht mein Herz öffnen. Das spannt den Bogen wieder dahin, weshalb Heilung von alten Traumata und Verletzungen so enorm wichtig ist. Weil solange wir solche Dinge mit uns rumschleppen, das ist eine riesige Last und dann können wir auch nicht befreit handeln. Dann ist es schwer, das Herz zu öffnen, wenn eben letztendlich so viel Altes, so viel alter Ballast, ja, schlimme Erfahrungen eben noch da sind. Und das ist eine Seite, die also hier im Netzwerk, wie gesagt, sobald das entstehen wird, in dem einen Buch, im Rechtshirnbuch, in Anführungsstrichen, ja, ist der Beginn eben aufs Jahr 2025 eben rückwirkend sozusagen datiert, weil dieses Buch für die Rechtshirne ist praktisch aus dem Jahr 2045 wird das 20-jährige Jubiläum des Netzwerks gefeiert. Das ist wunderbar, eben 13 erfahrene Netzwerkmitglieder eben treffen sich bei der Feier zum 20-jährigen Jubiläum eben und lassen alles Revue passieren, wie die Entwicklung eben vor sich gegangen ist. Also ist einfach packend und berührend, eben das so zu lesen. Ne? Und von daher eben, es geht eben darum, dass wir ja wirklich ins Herz kommen und gleichzeitig aber auch all das aus dem Weg räumen, was eben uns davon abhält, ja, was uns auch nur im Kopf drin hält, ja, weil nur im Kopf zu sein ist einfach nicht ausreichend. Wir müssen unsere Ganzheit kommen, ja, wir müssen unser Herz kommen und unsere geistige Entwicklung auch in die Wege leiten, das heißt uns öffnen für die geistige Welt, für das, was eben aus der geistigen Welt kommt. Und dann möchte ich noch eins sagen, für mich das allergrößte Problem liegt darin, und da müssen wir wirklich zum Fortschritt kommen, dass mehr und mehr Menschen erkennen, dass wir Wesen sind aus Geist und Seele, die sich hier verkörpern. Solange wir das nicht begreifen, ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Menschen, die also sagen, hey, ja gut, ich bin nur ein Körper, ich bin nur Materie,
wenn meine Zeit abgelaufen ist mit 80, 90 oder was auch immer, oder man hofft schon darauf, dass man durch künstliche Organe als Cyborgs dann vielleicht noch 50 Jahre länger leben kann. Ja. Aber solange man sich so sieht, dann kann man, ich glaube, das ist ganz wichtig, kann man auch keine Verantwortung für die Welt empfinden. Weil man sagt, okay, gut, wenn ich weg bin, bin ich weg, nach mir die Sintflut. Da kann ich sozusagen alles auspressen, da kann ich eben das Beste für mich rausholen aus diesem Leben, weil danach bin ich Staub und Asche und nichts von mir ist übrig. So, das ist für mich ein wesentlicher Grund, warum so viel Leid, so viel Ungerechtigkeit, so viel Brutalität in der Welt ist. Weil wenn mehr und mehr Menschen verstehen, dass wir geistige Wesen sind, seelisch-geistige Wesen, und dass es mit dem Tod des Körpers nicht vorbei ist, sondern dass dann eben wir in der geistigen Welt sind und wo wir da sind, hängt eben stark davon ab, ja, von den Erfahrungen, die wir dann da machen, hängt stark davon ab, wie wir hier auf der Erde gelebt haben, welches Leid wir hierher gebracht haben oder welche Liebe, ja, für andere Menschen. Und wenn das mehr Menschen verstehen würden, dass wir eben seelisch-geistige Wesen sind, die sich immer wieder hier verkörpern und es eben nicht mit dem Ende des Lebens vorbei ist, sondern Leben ist ewig, ja, das heißt im Körper eben, in den Verkörperungen und eben im Geistigen, in der geistigen Welt. Und ja, wir zahlen, ne, das ist ja die Karma, das, was eben... Ja, das, was für viele Menschen schwer zu verstehen ist, weil man es nie wirklich sehen kann, ja? Ja, man kann das ist der Punkt. Mittlerweile spüren, also ich sag mal, ja, ich spüre das sehr oft, also mein Mann ist ja auch vor 5 Jahren jetzt gegangen und ich weiß, dass er sozusagen mein Co-Partner hier im Kongress ist, weil sonst wäre ich wahrscheinlich viele Wege nicht so gegangen, wie ich es hier gegangen bin. Ja. Trotzdem ist es für mich auch immer wieder schwer zu verstehen. Und ich sag mal, aber durch diesen Kongress, sage ich immer, das ist für mich das beste Coaching, was ich mir überhaupt antun konnte, weil ich habe so viele Sachen kennengelernt, die es zwischen Himmel und Erde gibt, ja, die ich davor überhaupt nie so wahrgenommen habe. Also ich sag mal, ich war schon immer sehr fühlig und habe das aber, also hätte, ja, da waren so viele Aspekte, die man einfach, ja, Seelenreise, bewusst, Lesen im Bewusstseinsfeld, Karma-Ablösung und, was es da alles gibt, ja. Also da bin ich immer wieder geflasht. Ja, 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 ist völlig richtig. Ne? Deswegen also Karma, du hast gerade einen richtigen Begriff gesagt, ne? Weil wir laden uns, wenn wir eben in dieser Weise mit anderen Menschen und der Welt umgehen, also in einer negativen, zerstörerischen Weise, laden wir uns so viel Karma auf, eben was dann in der geistigen Welt und auch im nächsten Leben eben wirklich auf uns zurückfällt. Und wenn wir das verstehen, wenn mehr und mehr Menschen das begreifen, ja, dass wir für jeden unserer Gedanken, unserer Worte und unserer Taten, nicht nur für die Taten, weil die bereiten sich mit Gedanken und mit Worten vor, ja, dass wir für all das wirklich verantwortlich sind. Wenn das mehr und mehr Menschen verstehen, ja, dann wird man sich bemühen, das, was die Quelle, sage ich mal, von negativen Emotionen ist und so, nämlich, wie gesagt, alte Verletzungen, all das, was mit einem eben geschehen ist, dann wird man sich bemühen wollen, das aufzuarbeiten, das zu bereinigen. Weil ganz nebenbei gesagt hat man dann auch, kommt man in wirklich erfülltes und glückliches Leben rein. Das heißt, man belohnt sich auch selbst, wenn man durch diese Prozesse durchgeht und wirklich eben den Willen hat, den tiefen Wunsch hat, eben sich selbst von allen alten Belastungen eben zu heilen, zu befreien. Es ist ein Befreiungsprozess. Dann wird man auch nicht jenen auf den Leib gehen, die eben versuchen, sozusagen die Menschen klein zu halten. Diese Kräfte gibt es natürlich auch. Ja? Und ja, davon sich zu befreien, ja, dafür muss man sich innerlich auch befreien. Dann wird das gelingen. Na ja, gut, dann, man geht ja dann bewusster durch die Welt, ja, und hinterfragt dann auch viele Sachen und schaut mir einfach zu und denkt sich dann, naja, das muss halt so sein oder ja, so. Genau so, ja, ja. Also von daher können wir, es liegt alles, wir sind in einer so spannenden Zeit, Ines, es liegt alles in unseren Händen, ja. Wir sind wirklich, ja gut, deswegen sagt man, ne, das ist noch ein Aspekt, da müssen wir drüber nachdenken.
Wendezeit. Ich sehe es immer, wir sind in einer Wendezeit. Ja, gibt natürlich auch welche, leider auch viele alte Prophezeiungen, die von der Endzeit sprechen. Ja, will ich auch nicht zu schnell vom Tisch wischen, weil es liegt alles in unseren Händen. Ob wir jetzt in der Wendezeit sind und was Neues, Wunderbares kreieren, was unserer menschlichen Natur, unseren Potenzialen gerecht wird, oder ob wir eben den Weg abwärts gehen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch die Zeit, wo man ganz viel von diesen indigenen Völkern noch wieder lernen darf. Absolut. Dass die jetzt mehr in den Vordergrund rücken und alle anderen Länder, die bis jetzt im Vordergrund waren, mehr im Hintergrund, weil ich glaube, von denen können wir jetzt enorm lernen. Ja? Absolut, Ines. Deswegen machen wir auch Reisen in solche Länder, wo es dann um Schamanismus geht, um Ayahuasca auch, was die größte, potenteste Heilpflanze ist, die unser Bewusstsein reinbringt, auch alte Verletzungen heilen kann. All sowas ist wichtig und da haben uns die indigenen Völker eben, die es überall auf dem Planeten ja noch gibt, wenn auch teilweise stark unterdrückt wurden oder, ne, aber die haben uns und können uns da unglaublich viel geben. Auch deswegen, weil die noch eine andere Verbindung zur Natur haben und auch, sage ich mal, die Familienstrukturen eben meistens enger sind oder, ne, es gibt viele Gründe dafür, aber dieser Kontakt. Ne? Eine andere Verbindung zu sich selber noch. Ja? Also zu sich selber, ja. Und zu Gott auch, also in der spirituellen Verbindung. Ne? Da gibt es oft noch, ich rede jetzt nicht von Religionen, von herkömmlichen, okay, aber ich rede eben von einer, ne, wie bei Indigenen oft, da ist eben so eine natürliche Spiritualität, wo eben man einfach dankbar Gott ist, der Schöpferkraft, die ja auch in uns ist. Ja, die haben ja auch ganz bewusste Rituale dann, ne? Also die, und absolut, das fehlt ja bei uns in der Gesellschaft immer mehr. Absolut. Ja. Bewusstseinserweiternde Rituale, heilende Rituale eben, ne? Die letztendlich eben doch uns helfen, eben in unsere wahre Natur reinzukommen. Also gut, das ist durch Meditation möglich. Es gibt viele Wege natürlich. Ja, Meditation, man muss nicht unbedingt Heilsubstanz nehmen, wie im Schamanismus eben üblich. Ja, es kommt drauf an, wer in Meditation eben sich tief versenken kann und eben zu seinen Wurzeln kommt und dabei auch eben unnatürliche Dinge, die im Weg stehen, sozusagen überwinden kann. Wunderbar, ja. Andere eben brauchen so einen Impuls, weil der Verstand einfach, sage ich mal, zu mächtig ist, weil der Verstand einem keinen Moment Ruhe lässt. Ja? Während der Meditation zum Beispiel, die brauchen halt irgendwie stärkere Impulse. Und da sind dann solche Heilpflanzen, Bewusstseinserweiternde Heilpflanzen, was Wunderbares, was im Übrigen auch unglaublich stark ist. Ja, letztendlich ist es ja so, dass es viele Wege gibt zum Erwachen, da sind wir wieder bei deinem Kongressthema, sind wir eigentlich die ganze Zeit, ja? Dass es da viele Wege und Möglichkeiten gibt, das ist halt, wenn man sich als Suchender sieht, wenn man nicht damit zufrieden ist, fertige Antworten geliefert zu bekommen, sei es von welcher Seite, ja? Sondern wenn man sich als Suchender sieht, ja, dann wird man auch letztendlich die Wege finden, die für einen selbst eben befriedigend sind, die einem selbst weiterbringen in seinen eigenen Lebensthemen, die es ja gibt, die ja für jeden Menschen individuell unterschiedlich sind. Auch wenn es viele Dinge natürlich, gerade viele negative Dinge für viele eben passieren oder passiert sind im Laufe ihres Lebens. Aber die Wege daraus, die Wege zur Heilung sind natürlich vielfältig. Da kann jeder eben letztendlich, wenn man sucht, wenn man will, wenn man sich befreien will, das ist eben das ganz Entscheidende. Wenn dieser Wille da ist, sich zu befreien aus Manipulation heraus und ein wunderbares, kraftvolles, gesegnetes Leben zu führen, ja, dann wird man auch, ja, dann kommt auch eine geistige Führung dazu. Dann wird man, gibt es Treffen eben, gibt es scheinbar zufällige Dinge, die einem dann letztendlich eben auf den Weg bringen, wirklich zur eigenen Bewusstseinsentwicklung, zur eigenen Heilung. Also wie gesagt, es gibt viele Wege, aber die Bereitschaft, der Wille eben muss da sein.
Und es kann sein, dass das jetzt wirklich bei mehr und mehr Menschen passiert, weil einfach die Gefahren so riesig sind in der Welt, dass wir sie nicht einfach mehr ignorieren können. Ja, und ich denke auch, diese Planetenkonstellationen dienen ja jetzt auch uns dazu, dass wir einfach mehr in die Gänge kommen dürfen, dass wir jegliche Unterstützung kriegen, wenn wir es zulassen. Ja. Genau. So, wir haben jetzt schon ganz schön lange gesprochen und ich möchte die Community nicht überstrapazieren. Ja. Ich würde sagen, ich verlinke auf jeden Fall deine Webseite unterhalb. Dann kann sich jeder mit dir verbinden, den das jetzt ganz toll angesprochen hat, der mit dir vielleicht mal eine Reise machen möchte oder wo du anderweitig hilfreich sein kannst. Und du hast aber für die Community noch ein ganz wunderbares Geschenk mitgebracht. Das ist richtig, ja. Und zwar, es geht ja um die drei Bücher, die also wirklich kraftvoll und wunderbar sind. Das eine ist das Earth-Oasis-Netzwerk, die Vision, wie wir eine gedeihende Zukunft in der Gegenwart erschaffen. Weil darum geht es ja, wir sind hier und jetzt in der Gegenwart. Und unsere Herausforderung ist, eine wunderbare Zukunft zu erschaffen, aus der Gegenwart raus. Nicht mit Träumen, was irgendwann passieren könnte, sondern ganz real. Das zweite Buch ist Earth-Oasis Netzwerk, die Entfaltung. Ja, da ist es so, das ist das Rechtshirnbuch, was ich eben sagte, das ist mehr das Linkshirnbuch. Und in Anführungsstrichen immer, weil wir sind im Endeffekt beides, aber jeder weiß, was er mehr, ob er mehr durch den Verstand oder Intellekt funktioniert oder mehr eben durch Gefühle, durch Emotionen eben. Und dann gibt es letztendlich hier dieses dritte Buch, das Essenzbuch, was also die Essenz letztendlich eben des Ganzen wiedergibt. So, und da haben wir für Kongressteilnehmer eben, die das jetzt hören und sehen, und auch alle anderen Kongresse haben wir eine wunderbare Reduktion von 10 Euro. Das heißt, die drei Bücher zusammen kosten dann für dich letztendlich statt 44 Euro 34 Euro. Der Versand ist inklusive, wenn es in Deutschland ist, nach Österreich und Schweiz, wo wir auch sehr viel verschicken, berechnen wir die Hälfte der Kosten, weil da ist der Versand teurer. Also wie gesagt, eben 10 Euro Rabatt für die drei Bücher. Und ich kann versprechen, also es ist sehr, sehr kraftvoll. Ja, aber als Hörbücher gibt es sie noch nicht, richtig? Es gibt als Hörbücher noch nicht. Es gibt sie wohl auch als E-Books. Ja? Aber als Hörbücher, aber das ist ein guter Punkt, den du sagst, das habe ich auch vor. Aber das Ganze ist ja alles jetzt vergleichsweise kurz. Ein gutes Jahr. 25 Jahre lang war das Schreiben, war das in die Welt bringen und jetzt ein Jahr seitdem. Und von daher, das ist alles noch im Gange und wird noch kommen. Ja, ja, ne? Aber viele hören ja beim Autofahren oder so, hören sie ja, wirklich. Ne? Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Ich bin ja oftmals zum Lesen, ne? Und deswegen. Ja. 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 Aber ja, vielen Dank für das Angebot. Ich werde das auch unterhalb verlinken. Und ja, ich habe ja die Bücher schon da. Ich werde mich dann auch im Sommer jetzt mal auf der Terrasse entspannen und immer mal lesen. Ja. Genau. Es gibt auch noch was, das möchte ich gerade sagen, auf der Website earth-oasis.de. Wir haben zwei. earth-oasis.de ist die Website für die Reisen und Seminare und earth-oasis-netzwerk.de ist also für letztendlich das Netzwerk. Und da gibt es auch in dem Bereich 50, die habe ich kürzlich gemacht, 50 Fragen und Antworten. Das heißt, das sind die häufigsten Fragen, die eben Menschen gestellt haben, die Bücher schon kennen. Und 50 sehr kurze, meistens so 3 bis 5 Minuten eben Antworten darauf. Die kann ich wirklich sehr ans Herz legen zur Vertiefung. Und ja, wie gesagt, also... Also das ist auf der Netzwerkseite, diese. Ja, das ist auf der Netzwerkseite. Okay. Ja, auf der earth-oasis.de Seite, da geht es mehr eben um die Heilungsreise, um alles, was mit Heilung zu tun hat. Eben aber konkret eben als Reisen, als Seminare. Okay, gut. Ich gucke mal, dass ich das finde und dann verlinke ich beides. Da müssen ja die Fälle immer eine lange suchen. Ja, ja. Gut. Wunderbar, Ines. Ja, wunderbar. Ich danke dir, lieber Victor, für das wunderbare Gespräch und ja, hoffe, dass sich viele Menschen angesprochen fühlen und immer mehr an ihre Schöpferkraft gehen. Das ist es, ja. Das und hoffe ich auch, ja. Und ich denke, am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Das ist gut gesagt. Genau, wir müssen immer mit wirklich, also Optimismus gar nicht das richtige Wort, sondern einfach uns selbst vertrauen, unserer Schöpferkraft.
vertrauen. Dann werden wir alles zum Besten führen. Genau, machen wir. Also, vielen lieben Dank. Ja, dir auch, Ines. Ja, und auch allen, die jetzt zusehen. Ganz, ganz viel Kraft und in die Schöpferkraft reinzukommen, sodass wir gemeinsam unsere Welt wirklich in ein Paradies verwandeln können. Weil das ist unser aller Potenzial. Genau. Ja, liebe Community, ich hoffe, ihr hattet auch viel Freude mit dem Gespräch. Ich bedanke mich für euer Zuhören und sage euch jetzt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Interview und nochmal lieben Dank an dich, Viktor. Tschüss.